Die Pause ist vorbei. Die Farbänder in der Kiste. Und eben, das meine ich mit, mir kommen gerne mal Geistesblitze, wenn ich Pausen mache. Ja, das hier. Ich habe halt mal geguckt, ob die Aufnahme was geworden ist, ne, dass der Sound wieder weg ist. Und ich habe einfach mal ganz dezent ignoriert, dass hier noch eine Tür ist. Da war ich noch nie drin. Ich habe keine Ahnung, was sich hinter dieser Tür befindet, wenn ich schon mal durchgegangen wäre. Wäre da ja ein Raum eingezeichnet. Und es ist halt rein faktisch nicht da. Ich weiß nicht mal, was für ein Flur das ist. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo ich bin. Ich komme von hier aus in die Haupthalle. Und dann muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Theoretisch. Hier, wo der Pfeil ist, sehe ich das richtig? Da ist eine Treppe, der Pfeil geht in die Richtung und müsste theoretisch genau hier wieder rauskommen. Ja, und da ist eine Tür. Da habe ich vorhin auch so random die Map durchgeguckt und habe da absolut keine Acht drauf gehabt. Und eben, wie gesagt, geguckt, ob die Aufnahme was geworden ist. Da ist mir das dann aufgefallen. Ich muss dazu sagen, dass es immer ein Riesenunterschied ist zwischen selber spielen und zuschauen. Ich habe schon so oft gesehen, auch bei Dead by Daylight oder so, wenn ich mir meine eigenen Videos dann mal angeguckt habe, dass ich einfach gerade als Killer so oft mal einen Survivor übersehen habe, der da irgendwo hockt. Ja. Hier habe ich einfach mal eine Tür übersehen. Aber eigentlich voll dumm, wie kann man das übersehen? Naja, egal. Ich gehe mal gucken. Also, ja, wenn es da nicht ist, weiß ich es halt tatsächlich noch weniger, dann werde ich das komplette Höhlensystem nochmal abgehen. So, das ist jetzt genau. Dann muss ich das komplette Höhlensystem nochmal abgehen. Aber ich kann die Symbole nicht mehr aus der Tür rausholen. Das heißt, ich komme gar nicht mehr ins Höhlensystem. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, die Wolfsmedaille, die muss ja irgendwo in dem Haus hier sein. Ja, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Du machst eine Pause, kommst zurück, hast eine Vermutung, die dann vielleicht stimmt oder auch nicht, weiß ich jetzt nicht, werde ich gleich sehen. Und dann, hey, der hat doch nachgeguckt. Ich glaube, wenn ich irgendwo so hängen würde, dass ich nachgucken würde, ich würde es halt sagen. Würde ich sagen, ey, ich guck mal schnell nach. Aber das hatte ich bis jetzt noch nirgends. Ach, das ist der Raum. Da hinten war eine Tür? Warum bin ich da nie durch? Ah, ja, ich war so auf den fucking Schlüssel fixiert, dass ich einfach nicht weitergelaufen bin. Okay, was war das? Oh, da kommt doch safe irgendwas durch die Scheibe geflogen oder so. Oh mein Gott! Nee! Nee, 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 nee! Nee! Fick die Schlange! Oh, bin ich erschrocken! Ich hab nur die fucking Pistole dabei! Oh mein Gott! Moment, ich muss ja kurz
den Raum mal gucken. Okay, um das Bücherregal kann ich im Kreis laufen. Nee, das ist der Raum! Das ist der Raum! Oh, und da kommt sie wieder. Ich hab keine Ahnung, ob man mehr Schaden macht, wenn man in den Kopf schießt. Oh! Ach, fuck, ey. Ach, fuck, ey. Ja, ich möchte anmerken, wenn ich es nachgeguckt hätte, hätte ich ja gewusst, dass hier der Bosskampf ist. Und noch einen mit mir. Ach, die fucking Pistole, ey. Oh nein! Oh nein! Ich bin dumm. Gesundheit. Nach zwei Bissen ist es gelb. Wir haben noch orange und rot. Das heißt, einen Treffer nehme ich noch in Kauf. Bevor ich mich heile. Kommt da einfach die Drecksschlange nochmal. Oh mein Gott, wie ich das vergessen habe. Dumm. Och. Heilen, heilen, heilen. Och, ich will eine Waffe, ich will die Pumpgun, ich will alles, nur nicht die Pistole. Weiter, 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 schneller, schneller, schneller. Schneller. In den Arsch geschossen. Ja. Ich glaube, wenn ich dich hier weiter im Kreis lock. Ah! Wieso habe ich da hinten hingeschossen? Wo zieht die denn hin? Nein, nein. Boah. Ich hatte paar 70 Schuss gehabt, oder? Hat die jetzt 40 Schuss gefressen, das Drecksvieh? Okay, was haben wir da? Letztes Buch, Band 2. Eagle of South, Wolf of North. Und es war das gleiche Buch, wo wir auch die Adlermedaille gefunden haben. Es war eine Medaille. Wo bin ich? Kann ich die Tür von der Seite aufmachen? Natürlich nicht. Oh Gott, ey. Da war die Leiter. Ich sag noch, da kommt doch safe was durch die Scheibe. Ich nehme die Kräuter hier mit, vorsichtshalber. Ich muss jetzt sowieso an die Truhe. Weil ich speichern will. Ach du Scheiße. Wieso war ich hier vorher nie? Nur wegen dem Dreckschlüssel. Könnte ich die Schlüsselattrappe da eigentlich wieder rausnehmen? Ach so, ja stimmt, da kommt ja von da hinten auch noch die Rüstung angefahren. Ja, irgendwie war das für mich immer eine Sackgasse. Dann nehme ich das Kraut jetzt auch einfach mal mit, weil ich jetzt sowieso an die Truhe gehe. Das heißt, der Gang hier müsste jetzt auch grün sein, genau.
Fuck, habe ich viel Munition verschossen. Ja, als allererstes Speicher. Bevor ich irgendwas anderes mache, speichere ich jetzt. Das war durch die Tür, genau. Ich habe gedacht, da kommen Vögel oder diese scheiß Krähen durchs Fenster geflogen, um einen noch mal ein bisschen zu erschrecken, aber... Nein, es war die Drecksschlange, okay. Wir haben immer noch das Serum. So. Kein Erste-Hilfe-Spray mehr. Kein rotes Kraut mehr. Ich habe keine Ahnung. Doch, da ist noch ein Erste-Hilfe-Spray. Farbbänder. Ich habe keine Ahnung, ob die Medikits, die Erste-Hilfe-Sets, auch einfach nur Heil-Items sind. Aber ich gehe mal davon aus, ich meine, für was sollen die denn sonst sein? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, die jemals benutzt zu haben. Oh, so. Okay. Wie kommen wir jetzt nochmal an den Brunnen? Haupthalle, glaube ich. Haupthalle. Ach ja, stimmt, genau. Ja, ja, ich weiß wieder. Wo bin ich? Da, da. Einmal durch, rechts rum. Einmal durch. Dann rechts rum. Dann sind wir in dem Flur. Rechts rum. Ja, von hier aus in den Speisesaal. Und dann in die Haupthalle. Dann wieder da runter. Sinnvoll, letztes Gewehr mitzunehmen. Ich meine, für das Ding habe ich mittlerweile mehr Munition als für die Pistole. Da ist doch jetzt eine Truhe, da gucke ich nochmal. ...55 plus die 6 Schuss im Gewehr sind 61 Schuss. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Ich meine, warum nicht? Das hat jetzt das ganze Spiel über hier drin rumgegammelt, außer für den Crimson Net Prototyp aus dem Sarg. Das ist das einzige Mal, dass ich das Gewehr benutzt habe. Ich hoffe nur, dass mir die Munition nicht ausgeht. Ja, aber ich denke, ich werde wieder Pistolenmunition finden. Und dann kann ich die Waffe ja immer noch wieder austauschen. So, steht Barry noch da unten? Ja. Jetzt fällt mir aber gerade wieder was auf. Ah ne, gut, hat sich erledigt. So, dann gehen wir mal da durch. Fahren da hoch. Und setzen das Wolfsmedaillon ein. Verwenden. Hm.
Ja, ich denke mal, das werdet ihr auch in eurem Garten haben. Ein Brunnen mit einer Treppe nach unten. Klar, ich meine, wer hat es nicht? Auch zu benutzen? Ja. Und es geht wieder abwärts. Dem Schild steht. Öffne nur im Notfall möglich. Dann gehen wir mal die Leiter runter. Und gucken uns mal um. Hier sind wieder Farbbänder. Eine Truhe, eine Schreibmaschine. Aber ich bin jetzt echt froh, dass wir mittlerweile mal wieder Farbbänder finden. Weil ich jetzt doch ganz schön viel gespeichert habe in letzter Zeit. Okay, ich kann schon wieder von vorne anfangen. Speichern beendet. Ja, man neigt dazu. Ich war immer vorsichtig mit Speichern. Weil die Farbbänder begrenzt waren, jetzt spielt man es auf leicht. Findet mehr Farbbänder und da neigt man schon dazu, verschwenderisch zu sein. Oh, geil. Erstmal kurz gucken, was haben wir da? Eine verschlossene Tür und eine Treppe. Aber der Gang ist eigentlich breit genug. Um die einfach zu umgehen. Ja, an die verschlossene Tür gehe ich jetzt mit Absicht noch nicht. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass wir da erst was brauchen werden. Aber vielleicht würde ich ja sehen, was wir brauchen. Passt auf. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt die Zombies töten, verbrennen, da oben statt Benzinkanister rum. Dann kann ich mein Benzin nämlich wieder auffüllen. Schöne Kopf weg. Geil! Muss ich ihn nämlich gar nicht verbrennen. Okay, den muss ich verbrennen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Brenne! Ja, so. Gehen wir an den Benzinkanister. Ich meine, das benutzen wir auch viel zu selten. Deswegen jetzt einfach mal machen. Was soll der Geiz? So. Das ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Da liegt noch was. Modiskette mitnehmen. Wir haben noch eine Modiskette. Soll ich die mal mitnehmen, wenn wir jetzt eh gerade an der Truhe sind? Wir brauchen die jetzt bestimmt. Also, die liegt ja nicht umsonst hier rum. Behaupte ich jetzt einfach. Moment. Gucken wir uns mal an. Scheint sich um eine Art Bootskette zu handeln. Ja, okay. Ich nehme die andere mal mit. Weil ich würde mir tierisch in der Arsch beißen, wenn wir die jetzt brauchen. Und ich den ertapp. Steht bei der anderen was anderes dabei? Nein. So, nur ein Inventarplatz. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich speise mir in den Arsch, weil ich keinen Platz im Inventar habe, oder ich speise mir in den Arsch, wenn ich die Disketten nicht dabei habe. Waffe ist nachgeladen. Okay, dann gehen wir mal da runter.
Ich habe schon das Schlurfen vom Zombie gehört. Aber wir haben auch gesehen, das ist ein Rundgang. Das heißt, theoretisch müssen wir die Zombies da gut umgehen können. So, und wenn wir da jetzt reingehen, ist direkt rechts. Rechts? Rechts eine Tür. Und die werde ich als erstes mal reingehen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Der eine Zombie oben hatte einen Doktorkittel an. Okay, was haben wir hier? Zwei verschlossene Türen. Verschlossen. Ja, ich wollte nur wissen, ob da irgendwas auf dem Schloss steht. Verschlossen. Wenn sie die Hebel an der Seite umlegen könnten, würde sie sich öffnen. Hebel zum Öffnen der Tür, Türschlösser. Wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Okay, hier passiert erstmal nichts. Ah, da ist noch eine Tür. Warum übersehe ich die Türen, die direkt am Eingang sind? Jedes Mal. War in der Residenz. Da liegt was. Röntgenbild mitnehmen, ja. Und natürlich. Ein Memo auf dem Notizbrett erregt ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Die Initialen. Ist ein Platz im Anfang des Röntgenbildes. Clark David. Okay, ich glaube, es ist wieder Zeit, Dinge aufzuschreiben. Clark David. Kann ich das jetzt da hinhängen? Ja, perfekt. So, was haben wir hier? Ed Fischer. Clark David. CD, Ed Fischer. CDEF. Ah, ja, easy. Alex Beschet. Ah, okay, ja, naja. Dann wird das jetzt FGH sein, Gail Holland, ja. Ja, es ist scheißegal, was welches Organ ist. Wir sortieren jetzt einfach mal. So, die Initialen müssten stimmen. Ups. Brief des Forschers. 8. Juni 1998. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen und mit meinem Namen als Passwort anmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich nicht in diesem Zustand
zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. Okay, Moment. Sein Name ist der Login-Name, John. Und Passwort müsste Ada sein. John mit H, Ada. John Ada. Ah, das sagt das ja. Das sagt das ja sogar extra nochmal. Das heißt theoretisch. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot, ein Teil glüht rot, ein Teil glüht rot.